Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, selten in den mittlerweile 21 Jahren, in denen ich hier in der Stadt Verantwortung trage, haben sich so viele Menschen an die Verwaltung gewandt mit der Frage: Herr Jür, was ist eigentlich mit unserem Wald los? Wie geht's da weiter? Das ist ja eine Katastrophe, haben Sie das mal gesehen? Und in der Tat, wenn man sich den Wald anschaut, auch nur in eine Richtung zu sehen, dann kann man erkennen, dass ganz viele Baumarten in den letzten Jahren durch die Trockenheit hier in diesem Wald abgestorben sind. Und dass es mindestens 2 Generationen brauchen wird, um den Wald wieder in eine Situation zu bringen, wie wir ihn kennen und wie wir ihn zu Recht auch erwarten. Und das Thema Wald hat eben eine so große Bedeutung für die Raunheimerinnen und Raunheimer, dass wir uns überlegt haben, wie schaffen wir es, nicht nur diesen Wald wieder hochzubringen, wie schaffen wir es auch, ihn tatsächlich nachhaltig in seinen Funktionen zu stärken und wie schaffen wir es, dass die Menschen, die in unserer Stadt leben, alle ein hinreichendes Bewusstsein dazu haben, was jetzt auch an Aufwand getrieben werden muss, um diesen Wald wieder vital zu bekommen. Und das hat uns dazu veranlasst, über einen Waldklimapfad auch für Familien, für Kinder erfahrbar zu machen, welche Aufgaben, welche Funktionen dem Wald zukommen. Und ich habe beispielhaft jetzt hier mal eine Tafel von vielen, die für Kinder, für Familien erfahrbar machen soll, welche Funktionen nimmt der Wald wahr, welche Umweltbedeutung hat der Wald, welchen Einfluss hat Wald auf das globale Klima, aber auch auf das örtliche Klima. Denn das wissen die wenigsten, die Existenz des Waldes trägt dazu bei, dass wir in Raunheim im Sommer immer noch 2-3 Grad unter der Temperatur liegen, die zum Beispiel in der Großstadt anzutreffen ist, wenn es mal so richtig heiß ist im Sommer. Der Wald ist für uns, und das muss jedem klar sein, eine existenzielle Aufgabenstellung. Wir werden ohne dass weltweit Wälder nach oben gebracht werden, erhalten werden, weiterentwickelt werden, wird es keine Sauerstoffproduktion geben, wird die CO2-Belastung in den oberen Luftschichten so stark zunehmen, dass sich die negativen Effekte, die wir heute haben, der sogenannte Treibhauseffekt, immer weiter verstärken. Es ist also überall, in jedem Land, in jeder Stadt, Aufgabenstellung, den Wald zu retten. Und was haben wir hier entschieden in Raunheim? Und ich darf Ihnen sagen, soweit wie wir sind die wenigsten Kommunen. Wir haben nämlich eine ganz weitreichende Entscheidung getroffen im Raunheimer Stadtparlament und die lautet: Dieser Wald wird kein Wirtschaftswald mehr sein. Es wird nicht mehr darum gehen, aus diesem Wald Holz herauszuziehen und das Holz zu verkaufen, sondern es wird allein nur noch darum gehen, dass dieser Wald am besten funktioniert. Und zwar nicht nur im Sinne von, die Bäume sollen sich gut entwickeln, sondern auch im Sinne davon, dass hier alle Tiere, alle Pflanzen, die auch für die Biodiversität eine hohe Bedeutung haben, dass die sich hier bestmöglichst entwickeln können. Und der Weg vom Wirtschaftswald zum Naturwald bedeutet Folgendes: Wir werden also an den meisten Stellen hier im Waldgebiet einfach die Bäume, die jetzt ohnehin abgestorben sind, die werden wir in sich zusammenfallen lassen. Und der Wald wird durch natürliche Verjüngung dann in die Situation kommen, sich wieder stabil aufzubauen. Aber da braucht der Wald heute schon Unterstützung. Wir werden also auch dazu beitragen, dass Baumarten, die zum Beispiel heute im Mittelmeerraum liegen, die sehr trockenresistent sind, die Hitze aushalten können, diese Baumarten werden wir gezielt in unseren Wald einbringen. Und diese Bäume werden dazu beitragen, dass durch ihre Samen immer mehr dieser Baumarten in unserem Wald zu finden sind und damit der Wald insgesamt viel trockenresistenter, viel klimaangepasster funktionieren kann, als es in den letzten Jahren der Fall war. Ich sage Ihnen ganz offen, mir kommen da Tränen in die Augen, wenn ich sehe, wie hier massenweise die Kiefer abgestorben ist, die Buche jetzt am Absterben ist, gerade die Baumarten, die unseren Wald in besonderer Weise ausmachen. Und meine Bitte ist an Sie,
Wir werden viel in diesen Wald investieren, allein in diesem Jahr 500.000 Euro nur für Aufstockung, nur für Verjüngungsmaßnahmen, dass sie das mittragen, dass sie mit dazu beitragen, dass in der Stadt eine positive Diskussion darüber entsteht, dass wir unseren Wald eben entsprechend zu retten haben und dass das eben auch bedeutet, dass dafür Geld eingesetzt wird. Geld, das vielleicht an anderer Stelle dann auch eingespart werden muss. Und tragen Sie das bitte mit, helfen Sie mit, dass der Wald hochkommt, helfen Sie mit, dass möglichst viele dabei sind, auch freiwillige Helfer, die beim Aufstocken helfen, die neuen Baumarten mit pflanzen. Und ich glaube, dann können wir auch kollektiv den Generationen, die nach uns kommen, ein Signal geben, wir haben an sie gedacht. Und wir haben nicht nur dieses Land, sondern wir haben vor allem erstmal diese Stadt auch gerettet. In diesem Sinne, beteiligen Sie sich, helfen Sie mit. Ich bin sehr dankbar, wenn wir es gemeinsam schaffen. Herzlichen Dank.